فماذا يصنع؟ ياتي لاي انسان في الشارع يقول اعقد لي. نعم. Dann jetzt dieser Mann so irgendwelche Personen auf die Straße, den man trifft und sag mal jetzt, du kannst auch sag mal uns helfen, einfach diese Heiratsvater zu machen. بلا توثيق. Ohne Begleitung. يتزوج المرأة يدخل بها. Einfach heiratet Frau und einfach führt mit ihr ein Leben. وتحمل. Und die Frau wird schwanger. يحصل بينهم أدنى إشكال. Passiert zwischen den beiden ein Problem. يفر ولا ندري أين هو. Dann fliegt der Mann und verschwindet und wir finden ihn niemals. المرأة لا مطلقة لا متزوجة. Dann bleibt die Frau weder verheiratet noch geschieden. الولد لم يسجل ولا يعرف له شيء. Das Kind wird also nicht registriert oder ist nicht bekannt, von wem es gehört oder stammt. وبعد هذا قال لا توثق يا أخي وثق في أي مكان. اي مكان يعني وثق فيه، ما تستطيع توثق في المانيا يا اخي وثق في الهند. المهم توثق حتى حفظ الحقوق، مات. تاتي هذه المراه تقول اعطوني ارث من زوجي. اثبت الزوجيه، تقول ما استطيع. صحيح؟ طيب الان في الشرع لابد حتى تتزوج باخر نثبت ان هذا ترك هذه الزوجة، كيف تركها؟ إما بوفاة أو بطلاق، طيب لا وفاة لا طلاق ثابت عندنا، لم يثبت عندنا النكاح أصلاً حتى نثبت الطلاق وإشكالات عظيمة طويلة عريضة، وبعد هذا قال يا أخي أنا أوثق شرعاً، طيب الشرع أمر بهذا فأنت حفظ الحقوق. نعم. طيب هل ترضى هذا لأمك؟ لأختك؟ لبنتك؟ يقول لا. سبحان الله لا من احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. نعم. Aus den vierten Beispiel kann man auch eine Lehre ziehen. Ist es angebracht in der Scharia, dass man die Heirat offiziell zu registrieren, wenn man das nicht macht, bringt man einfach zu sich selbst und auch der anderen großen Schaden. Und die Frage ist, wenn man dann auch die Frage stellt zu denjenigen, der das nicht registrieren will, würdest du einfach diese Sache, sag ich mal, für gut halten für deine Frau, für deine Tochter, für deine Schwester, für deine Mutter? Sicher sagt er nein. أو الذي يحدث الآن عندنا يعني عند البعض هدانا الله إياه يأتي هذا ويخطب مرأة من أبيها. نعم. Noch anderes Beispiel dafür: jemand geht und versucht einfach eine Frau zu verloben. فيرفض الأب لسبب ما. نعم الله اعلم. المهم يرفض الاب. فهذا ايش يصنع؟ يتصل على احد العلماء ويقول خطبت امراه. نعم. والدها كافر كفر اكبر. Nein. Und dann erwähnt er das mal, was nicht eigentlich stimmt, und sagt, ihr Vater ist es absolut ungläubig. لماذا الآن الآن أصبح كافر وقبل كان مسلم لأنه لم يقبل طبعا أن أعطي ضابط عند بعض الناس الضابط ما هو الضابط أن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط يعني غضب ورضاه ليس لله لماذا الآن أصبح كافر لماذا لأنه رفض النكاح. نعم. Wieso darf man und kann darf darf oder kann dieser Mann dann jetzt behaupten, dass der Vater seiner Verlobten ungläubig ist auf einmal und vorher war er nicht? يبحث له عن أي قضية حتى يكفر. Sucht auch für ihn irgendwelche Grund, dass er bis, letztendlich dass er ungläubig wird, also kafir wird. كفر الآن وحصل على فتوى يبحث يبحث واتصل على بعض علماء حتى يبحث له عن فتوى. ويكفر. نعم. Und dieser Mann macht auch diese Sache mit dem Ziel einfach letztendlich, dass der Vater der Frau ungläubig wird und bekommt irgendwann ein Fatwa von einem Gelehrten, dass auch diese Frau, dass dieser Vater, dass der Vater kafir ist. فماذا يصنع الآن؟ يرجع إلى الجالية المسلمة، إلى رئيس الجالية المسلمة. نعم. Dann geht er und sucht erstmal zum Beispiel den Vorstand der islamischen Gemeinde im Ausland. جاء للشيخ قال تزوجني. نعم. Kommt er zu meinem Vorstand von einer Gemeinde und sagt mal, ja, ich habe eine Frau und ich will auch heiraten. قال ما يمكن. أين والد المرأة؟ قال كافر. قال ائتني به حتى أعرف هذا ونتحقق من هذا المسائل. نعم. Dann
dann sagt der Vorstand der Gemeinde, das geht nicht. Wo ist der Vater der Frau? Dann sagt der Mann, derjenige, der das will, ihr Vater ist ungläubig. Dann sagt der Vorstand, dann bringe ich mal her, dass man das genau wissen, dass er ungläubig ist. Was passiert nun? يتصل ويخرج فتوى جديدة في تبديع عادة الجالية المسلمة يقول هؤلاء مبتدعة على ضلال نعم وكل ضلالة في النار نعم إذا man gibt nicht auf dann sucht rum bis er schon eine Fatwa wieder hat dass der Vorstand der Gemeinde wieder Bidda hat und auch kein Wissen hat فماذا يصنع الآن was macht der Mann wieder Also, er nicht auf. يقابل هذا في الطريق أي إنسان يقابله في الطريق يقابل هذا في الطريق نعم في الطريق يقول له مسلم قال نعم يقول أريد الله يجزاه خير أن تكون أنت ولي لهذه المرأة وتزوجني إياها وهذه 100 أورو عطر هدية مفهوم نعم Also wie gesagt, dieser Mann gibt nicht auf, gibt jemand auf die Straße und der Wächter sagt ihm, Barakallah, du bist ein Muslim und ich würde gerne heiraten. Und, aber die Frau hat eigentlich keinen Vertreter, also Bevollmächtigter. Würdest du vielleicht Bevollmächtigter sein für diese Frau und dafür bekommst du 100 Euro? هذا يقول أنا لا أعرف المرأة ولا أعرف يا أخي يقول أعني أعانك الله يعني هذا فعل معروف نعم وثم فقط قل زوجتك فلان وامشي انصرف وانتهى الامر فقط كلمه قل زوجتك فلان نعم امر سهل لا يحتاج الى شيء زوجتك فلان وانا اقول قبلت والحمد لله مع السلامه انتهى كل شيء نعم والله حصلت من بعض الامثله لا انت الحين تترجم لا تعلم نعم letztendlich reicht es der Mann, dass der andere Sohn, der schon getroffen hat, ich kenne die Frau nicht, dann sagt man, das ist kein Problem. Barakallahu fik. Also du sagst einfach nur, hey, mit Bevollmächtige ich einfach, hier macht das diese Frau zu heiraten. Mehr nicht, mehr nicht. نعم. طيب لعل هذا كافر. نعم. لأنه لا يعرف أصلا. وكيف انتقلت الولاية؟ ما تنتقل الولاية إلا بالشرع تنتقل الولاية. تنتقل الولاية من الأب. الأصل تنتقل إذا كان الأب ليس أهلا للولاية تنتقل إلى الجد وإذا الجد ليس أهلا كذلك تنتقل إلى الإبن ثم ابن الإبن وإذا كان ليس أهلا تنتقل إلى من؟ إلى العم وهكذا هذا ينقل الولاء على ما يحب ثم في آخر الأمر ضع في كذا وطلع منها سالم نعم هذا ليس بنكاح أخوان هذا إشكال لابد ينبه الناس لعب هذا والله والله ما يرضى هذا على أمي ولا على أختي ولا على ابنتي نعم Das ist ein großes Problem. Diese Vollmacht ist es eine große Sache, die man auch nicht jeder Person auch geben kann. Und woher sollte man auch wissen, dass jemand, der schon auf der Straße ist, dass er wirklich gläubig ist, dass er Muslim ist? Man kann nicht vorher wissen. Diese Vollmacht ist eine großartige Sache. Das kann nur bekommen entweder ein Vater oder Großvater oder Onkel oder Urgroßvater. Aber nicht jede Person, die schon mal auf die Straße man trifft. ذكرنا أيضا في البيوع أن الإنسان قد يستعجل أحيانا فجعل الله سبحانه وتعالى له وقت يفكر فيه في أن يتم هذه الصفقة أو يفسخ نعم in Kapitel Handel Kauf und Verkauf haben wir auch erwähnt kann sein dass man auch manchmal eilig ist und schnell entscheidet dass etwas verkaufen aber in der Scharia Alhamdulillah ist immer noch gewarnt dass man auch وإذا تم البيع ليس هناك خيار لكن هناك شيء يسمى بالإقالة بأن أقبل عذر هذا في إرجاع الصفقة وهذا مستحب نعم wenn die Kaufabwicklung schon عذر البائع والمشتري لا إشكال نعم wenn die Kaufabwicklung schon fertig ist das ist natürlich Es ist schon fertig abgeschlossen, es sei denn, gibt es auch, sag ich mal, einen Punkt zwischen den beiden Parteien, diese Entschuldigung, dass man sich auch vielleicht von der anderen Person vielleicht eine bestimmte Entschuldigung annimmt, dass er schon diese Ware vielleicht nicht kaufen kann. In diesem Fall
gibt es noch eine Lücke, das doch mal rückgängig zu machen. نعم هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه